Hallo liebe Zuschauer, ich habe ein paar Merciless Runs gemacht. Merciless, genau Merciless. Merciless ist der Schwierigkeitsgrad 3 und ein paar Brutus Runs, ja, ein Brutus Run gemacht und habe ein paar Items bekommen. Das sind gedroppt. Paar kann ich da wieder weghauen. Ich nicht lassen. Ja, die zwei lasse ich noch. Habe ich noch gefunden. Ja, schon streng, schon gut, aber ich habe noch eine bessere Rüstung, die aber noch mehr Stärke braucht. Das ist was Gutes. Ah, da bekomme ich jetzt noch nicht. Muss aus dem Handelsfenster. 19 extra. Ja, ist nichts. Dann haben wir hier ein Circuit. Ah, nein. Ah, 19 extra Charges. Aber brauchen wir das überhaupt jetzt schon? Nee, noch nicht. Lassen wir mal noch. Ja, wegschmeißen. Auch wegschmeißen. Ja, auch gut. So. Also, das ist der Rest. Zum Beispiel diese Rüstung hier. Ja, diese Rüstung ist es. Wenn ich die anziehe, kann ich den Helm nicht tragen. Da möchte ich da umändern. Lightning Warp muss ich jetzt nicht. Dabei haben. Dann das. Was, das geht auch nicht. Oh Gott. Das ist jetzt besser. Ich das jetzt nochmal lasse. Und hier, ja, geht eben auch nicht. Gut. Dann haben wir hier mal ein paar Orbs. Legen wir die herein. Ja, geht gleich weiter. Ich muss noch ein paar Sachen anordnen. Ja, ja. So geht das nicht. So, ja, das geht. Ja, so machen. Ja. Und mache ich mal das hier hinein. Das hier. Dann mache ich mal die hier hinein. So. Also, dann haben wir hier noch diese Sachen. Und dann sind wir fertig. Oh. Ja, das auch nicht. Das, 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 so gut. Das mal hier hin. Ja, Glacial Hammer brauchen wir nicht wegwerfen. Das mal hier hin, oder? Hatred, Greed, Contempt. Ja, ich lasse jetzt einfach mal blau. Okay, gut. Und das hier auch. So. Dann können wir mal ein paar Ringe einfach Schmuck sortieren. Und dann eben weiße Items. Mach ich mal die gelben raus. Weiße Items hier mal rein. So. Und blaue Items hier rein. Das kann ich mal wegwerfen. Das da lasse ich mal hier. Ja, ich habe hier einen blauen, einen Magic Item mit 8 plus 8 bis 14 Fire Damage zu Spells. Das ist recht viel stärker als irgendwie 14 in Crystal Spell Damage.
Und das wären dann 28 und das wären dann, ja, kann ich jetzt nicht ausrichten. Mal reinlegen, die, ja, werde ich dann noch verkaufen. So und so. Und dann noch hier rein. Ja, es ist viel Mikromanagement, also viel Sachen sortieren, alles mögliche in diesem Spiel. Wir haben hier noch eine Quest, The Well of the Deep, die müssen wir noch machen. Die habe ich da einfach übersprungen, damit wir schneller in Akt 2 kommen und schon einen guten Feuerball haben. So, wir müssen hier irgendwo runter. Ah, außerdem habe ich noch einen Ring, der Magic Find hat, ein bisschen IIR. Will ich ja noch kurz zeigen. Da, 8% IIR. Increased Items Found. Increased Rarity Items Found. So. Hier ist der Beats Boss. Ein bisschen Signing Knife. Und ein Life. Ein Heiltrank. Der AOE-Damage ist schon, also der AOE-Radius von Fairbell ist schon hoch. Wir gehen so schnell wie möglich zum Templer und holen dort auch den AOE. Ja, ist wichtig. Also, wo ist denn das Loch? Ich gehe jetzt mal nicht hier durch, da ist es wahrscheinlich nicht, sondern hier drüben. Ich habe so das, das Wissen. Ja. Da hätten wir lange gesucht, wenn wir einmal ringsum gegangen wären. Gut. Die Hintergründe finde ich jetzt nicht mehr so schön. Die sind so gemälderisch. Das mag ich nicht so. Ich mag Kunst nicht so. So richtige antike Kunst. Das ist, nee, das ist nicht meins. Außerdem habe ich noch einen Summoner angespielt, aber das im Non-Season-Modus. Mit Skeletten, ich habe da so ein Schwert, ein Zweihandschwert, das recht gute Bonis auf Skelette bringt. Und dann so, glaube ich, einen Unique-Gem, der heißt Army of Bones. Der macht einfach, dass wir stärkere Skelette haben und mehr, aber dafür weniger lange. Und ja, da kann man ganz viele Skelette dann beschwören und die auch reinhauen. Und ich habe noch irgendwas, das macht, dass so Nahkampfskelette auch mal Magier-Skelette beschworen werden, aber die blockieren mir ein bisschen zu weit den Weg und haben ja nicht so den Durchschlag. Und die Boni wirken halt auch nicht ganz so, weil es Magier sind. Dann haben wir einen passiven Skillpunkt verdient. Dann holen wir den. Und dann möchte ich noch kurz die Challenge machen für das Labyrinth. Das wird dann hart. Da müssen wir dann richtig konzentriert sein. Oh. Also da habe ich jetzt fertig geskillt. Jetzt mache ich hier weiter. Geh dann oben durch, nimm Elemental Overload, nimm die Stärke mit, nimm den mit und dann gehe ich hier runter zu Amplify. Area Schaden, Area Fog, also Reichweite. Und beim Prison ist so eine Challenge, Labyrinth, ja, ich zeig's ja euch dann. Wir waren mal dort, es war so ein, so ein zum Lesen einfach so ein ja, ich zeig's nachher kurz.
Und die gibt es an bestimmten Dingen, die kann man dann schauen. Man muss eigentlich hier sein oder im zweiten? Nein, im ersten, oder? Ja. Ich war noch nicht so oft. Also ich bin kein Labyrinth-Fan, ich bin ein Labyrinth-Feind. Weil die das einfach schlecht gemacht haben, nicht balanciert haben. Und dann noch die Lags manchmal, ne. Aber weil ihr so nett seid, so viele Aufrufe mir gebt und Likes, werde ich das mal wagen, direkt am Ende der Geschichte in einem normalen. So. Oh. Oh, 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 oh. Also wir müssen die Stacheln ausweichen, die lassen uns bluten und prozentuellen Damage machen sie. Ich glaube, 2 Treffer und wir sind tot. Also müssen wir da taktisch hier entlang und schnell hier bleiben. Nicht weitergehen, sonst erwischen sie euch. Da können wir auch ein bisschen weitergehen. Ja, da geht's nicht weiter. Und jetzt schnell nochmals kurz raus. Ja, es ist nicht so schwer. Noch nicht so schwer. Gut. Und hier müssen wir einfach immer wieder abwechseln. So. Oh, jetzt hat sie erwischt. Okay. Ja, wenn man abgelenkt ist, ist es besonders nervig. Aber das ist jetzt zu Demonstrationszwecken. Wir sind auch noch sehr langsam, also sollte eigentlich uns nicht mehr passieren im nächsten Mal. Jetzt steht hier, wo wir die Sachen finden. Natürlich noch alles unbekannt. Ich glaube, 2 sind Akt 2. Also eine ist in Akt 1, 2 sind Akt 2. Und 3 sind in Akt 3. Ja, kann sein. Ja, ist so. Okay. Kommen wir auch wieder zurück. Da muss man jetzt nichts mehr machen. Einfach nur noch reden. Also könnte man reden. Also, sie reden dann zu euch nochmal. Aber noch das gleiche wie am Anfang. Also, Ding haben wir ja nicht mehr. Nein, keine Orbs mehr. Und jetzt gehen wir hier durch, damit wir auch noch einen Skillpunkt. Ich glaube, man bekommt einen Skillpunkt über, ja. Also schnell dorthin. Ja. Ja, ich bin schon recht erfahren. Halt. Ja, ich bin halt nicht einer, der ganz alles auswendig lernt und so weiter. Aber ich kann eigentlich gut vorwärts kommen, dass ihr es was richtig toll, viel Spaß macht, schnell es sehen könnt. Und wenn ich jetzt was falsch mache oder so, dürft ihr natürlich auch ein bisschen meckern oder so. Aber es gibt viele bessere Livestreamer zum Beispiel, die halt einfach die ganze Zeit diese Spielsuchten und dadurch keine andere Ablenkung haben und so weiter. Aber die sind extrem langweilig und das will ich unterbinden. Ich will nicht meine Videos so langweilig machen, nur damit ich beweisen kann, oh, ich bin der Schnellste und der Beste und so. Nein, ich will nicht beweisen, dass ich der Beste bin. Ich will beweisen, dass ich am besten Videos aufnehmen kann. Aber nicht so, dass ich dann am schnellsten alles hochladen muss oder eben Videos langweilig machen muss, sondern dass sie euch Spaß machen. Mir ist es wichtiger, dass ihr Spaß habt, als mein Ego irgendwie. Ich bin ja ein Mensch, der überhaupt nicht aufs Ego schaut. Ich bin ein sehr sozialer Mensch, der sehr auf das Umfeld Acht gibt. Und ja, eben auch sehr interaktiv und alles möglich ist. Wenn ich dann auch mal live streame, dann werde ich auch nicht so schnell.
alles durchhämmern. Ja, die haben viel Leben schon, hä? Nicht schlecht. So, wir müssen den Waypoint noch holen, aber der ist irgendwie so ein bisschen eingesperrt hier auf einer Insel. Gehen wir mal hier entlang. Vielleicht ist es schon hier. Ja, ich glaube, es ist auf der Insel. Ja. So, AoE Damage ist immer schön, um hier ein paar Gegner auf einmal zu erledigen. Ja. Ohne dass wir eigentlich so richtig getroffen werden. Durchraschen können. Ja, es ist hier. Zum guten Glück sind wir nicht zurück. Okay, dann haben wir alles hier. Dann können wir zum nächsten gehen. Oh. Das ist so ein besonderer Gegner gewesen mit einem Corrupted. Das sind Corrupted Gegner gewesen. Ja, die mit dem Orangen. Also jeder Gegner hat so weiße manchmal. Und der hat so Oranges. Oder Rotes, ja. Bronzefarbenes. Okay. Melee Splash, ja. Ist etwas, was wir nicht brauchen können, aber wir nehmen es mal mit. Vielleicht machen wir doch mal irgendwann mal einen Zweitcharakter oder so. Gut, die Schlangen sind eigentlich die stärksten Gegner, die muss man jetzt fokussieren. Weil wir noch keinen Chaos-Resistenz haben für das Gift. So, da sind wir im Western Forest. Da wurde der Spinnenforest weggenommen, also der Spinnenwald. Und hier mit verschmolzen. Mit dem Western Forest. Hatte ich jetzt nicht so toll, aber ja, irgendwie wurden ein paar Levels zusammengeschustert. Gut. Da haben wir den Waypoint. Wir gehen zuerst zum Portal in den ersten Akt, als Durchgang in den ersten Akt, damit wir dann später noch jetzt den Skillpunkt bekommen. So. Oh, Knob of Soothing. Gut. Da ist der Durchgang zum Spinnendungeon. Da müssen wir so einen Dolch holen. Eben, den machen wir nachher. Die explodieren diese Gegner dann schnell töten. Okay, hier noch ein. Der Blöde wollte nicht explodieren. Schade. Oh! Und das ist der Geile! Mann! Hab ich ein Glück! Oh, cool! Oh mein Gott! Ja, diese Kisten lohnen sich immer wieder. Das ist der Socker. Schaut euch das an! Fire Damage! Ha! Fire Damage! Sehr schön. Jetzt muss ich schauen, was ich jetzt hier ändere. Ja, dann muss ich den Blitz-Damage rausnehmen. Und hier. So. Hey, toll. Mann, das ist so geil. Das ist so geil. Wir werden zwar angezündet selber, also wir zünden uns selber an,
aber das macht uns Leben hinzu, sondern also man bekommt pro gekillten Monster plus 10 Leben und die Gegner brennen nicht so lange, also für ein Viertel weniger lang brennen sie, aber wir selber machen viel mehr Damage und das ist doch mächtig cool. Hä? Das ist doch genial. Was soll ich mit dem Blaze-Splash? Schauen wir mal weiter. Attack Speed. So. Oh. Was brauchen wir? So, gut schauen. Dexterity. Machen wir sofort Dexterity hin. Ja, das ist natürlich besser. Und hier haben wir keinen. Nein. Goat's Horn. Es hat Lightning Damage. Ja, ja, lassen wir es. Einheit ist wichtig. Ja. So. Ja, ist zwar noch nicht ganz so stark, aber ist immerhin besser. Und was wollte ich jetzt noch machen? Ja, Specher. Ich wollte noch irgendwas. Machen wir mal da den Heer hin. So. Ja, was wollte ich jetzt? Den Tail wieder aktivieren. Clarity. Ja, wir müssen jetzt mal wieder umändern. Das wendet sich ja auch die ganze Zeit, das ist ein bisschen nervig. So. Ich hoffe, ich habe alles jetzt eingestellt. Schaut euch das an. Oh, ist das nicht cool? Es gibt nichts Optimaleres, als dass die wichtigste Leveling-Waffe gleich mal zu finden. Oder? Es gibt nichts Geiles. Frostbombe brauchen wir nicht. Ja, ich sollte vielleicht nicht allzu viele Gems mitnehmen. Habe ich alles voll wieder. Melee Splash kann ich dann wieder verkaufen. Brauchen wir nicht. Ah, jetzt kommt der Boss hier. Gebietsboss. Ah, da ist er schon. Oh, schaut euch den Damage an. Gut, jetzt kann man nämlich hier das Tor, was die PT zugemacht hat, wieder aufmachen. Und kurz in den ersten Akt gehen. So wird wieder ein Prisoner's Gate. Ja, müssen wir ein Waypoint machen. So. Waypoint Portal. Und ja, Book of Skill. Prima. Haben wir irgendwie Dexterity sofort? Nein. Schade. Wir brauchen mehr Dexterity. Ja, man haut da die Items nicht sofort. Was hat der? Ah, der hat wahrscheinlich Skins. Oder spezielle Waffen mit Skins. So, ja, ja, lassen wir das mal noch. Nee. Das noch kurz. Es gibt keine Dexterity, keine Stärke. Ja. So. Okay. Gut. Haben wir da noch drei von irgendwem? Dem. Ah, vier müssen wir haben. Ah, schade. Ja, also dann geht's weiter mit der Spinnenhöhle.
Ja, hab nicht mehr so viel Zeit für den Part. Der Part ist bald vorüber. Machen wir noch die andere Ebene kurz. So. Da noch die Quest annehmen. Ja. Okay. Oh, da ist jetzt zum Beispiel White Touch. Das ist einer von diesen Corrupted. Ja, weiß es auch nicht so. Ich habe das nie so mitbekommen. Ich habe immer nur gespielt und nicht mich informiert. Aber die Gegner sind vor allem in den Maps dann, ja, richtig nervig. Nicht stark. Okay, stark sind sie schon, wenn sie explodieren oder so, aber ja, sie sind eher so. Oh! Mist, jetzt habe ich wieder vergessen zu schauen. Oh, das ist ein Gem-Schrein, Gem-Chest gewesen. Reckoning? Superior Minion Damage Support. Das können wir dann für den Feuergolem nehmen oder für den Chaos-Golem. Ja. Stormcall. Nehmen wir Stormcall noch mit. Frostblades ist nichts. Also lassen wir das. Gut. Also weil ihr so gute ja, Zuschauer seid, so viel guckt, mache ich von diesem Projekt ein bisschen mehr. Und bringe öfters eben Videos und auch längere Videos. 5 Minuten länger ist mehr ist jetzt schon zu viel, leider. Aber ja, ich bekomme ja bald recht viel Geld über, hoffentlich. Ich bekomme von YouTube überhaupt kein Geld, weil ich es nicht will. Ich will keine Werbung momentan machen. Kann es auch nicht. Und aber wenn ich dann über Fußball recht viel Geld bekomme, dann kaufe ich mir recht gute Sachen und dann kommen auch viel mehr Videos. Also es lohnt sich, mich zu unterstützen. Egal auf welche Art. Diskutieren in den Chats von den Videos. Oder mit mir spielen oder sonst irgendwas. Liken, abonnieren. Es lohnt sich überall so ein bisschen. Ganzen Videos schauen ist auch mal etwas, das so langsam kommt. Weil, ja, das Problem ist manchmal, wenn man halt noch nicht so gut YouTube ist, dann merkt man, die Leute wollen auch nicht das ganze Video schauen, die klicken ein bisschen durch und dann finden sie ein anderes Video, das vielleicht besser ist und so. Das macht es extrem schwer, bei YouTube ja, berühmt zu werden, ohne Werbung zu machen. Also ist ja eigentlich YouTube nur eine Werbeplattform. Und das will ich irgendwie unterbinden. Das ist absurd. Blöd. Die Menschen müssen nur noch Werbung machen. Das ist extrem. Ja, ja. Okay, ich habe genug geredet. Dankeschön fürs Schauen. Und ja, nächster Part kommt. Ja, schaut auf Twitch oder hier bei YouTube bei euren abonnierten Kanälen vorbei. Wann der nächste Part da ist, ich kann es jetzt noch nicht sagen, aber ja, sollten 2 pro Tag kommen. Ja gut, also, ich habe genug geredet, ihr habt genug zugehört und ja, macht eine Pause und ja, wir sehen uns wieder, sobald ihr wieder Lust habt. Auf Wiedersehen, euer Drago Basel.